Ja, hallo, der Markus hier von Markus Fotos zusammen mit dem Christian von seafotos.de und es ist wieder Zeit für den Raw Talk und diesmal haben wir ein Foto, das weder von Christian noch von mir ist, sondern von Christian Teich. Und der Christian ist Mitglied auch in der Usergruppe, hat das Foto da hochgeladen und dann entstand da eine relativ große Diskussion drüber, was man da so alles mitmachen kann und irgendwie ist die Idee entstanden, das wäre doch eigentlich auch was für den Raw Talk und so ist dieses Foto dann vor 3 Wochen bei euch gelandet. Ihr konntet es bearbeiten, viele von euch haben das auch gemacht und das wollen wir uns natürlich auch gleich mal anschauen. Aber ich glaube, vorher gucken wir mal ganz kurz, was Christian und ich gemacht haben Genau. und dann gehen wir an die richtig guten Sachen, nämlich eure Sachen. Christian, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal mit deinem Foto an, oder? Genau, fangen wir mal mit meinem an heute. Und ihr werdet jetzt alle wahrscheinlich erschrecken, was ich da draus gemacht habe. Und zwar habe ich mir gedacht, dass es eigentlich sehr nach einem Composing schreit, habe ich ja im letzten Video, vom letzten Raw Talk ja schon gesagt. Und ich bin nicht der beste Composer, habe ich auch in meiner Bearbeitung gesagt, aber ich glaube, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Vielleicht blende es einfach mal gerade ein. Genau, ich wollte mich sagen, das, was ihr jetzt seht, ist gerade noch das Original für alle diejenigen, Genau. die es selbst nicht bearbeitet haben. Und das hier ist Christians Version davon. Genau, also wie ihr seht, es ist ein ganz, ich will jetzt nicht sagen klassisches Composing, weil es ist eigentlich noch viel dran zu machen, wenn man dann noch viel mehr Zeit investiert. Aber es war jetzt knapp eine Stunde Arbeit. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil noch sehr viele andere Projekte momentan bei mir anstehen. Aber ich denke, es ist für die kurze Zeit gelungen. Ich wollte auf jeden Fall mal so ein bisschen ausprobieren, so einen Teil vom Haus abzulösen, wo so ein Komet einschlagen sollte. Viel Unwettergebilde, also zum Beispiel hier dieses Gewitter und die ganz dunklen Wolken in der Gasse hinten links, dass alles so ein bisschen im Blauton gehalten sein sollte, um dann auch so ein bisschen mit Farben zu spielen, im Gegensatz zu diesem Rot, was beim Feuer halt eben in diesem Haus dann abgeht. Man könnte jetzt natürlich noch viel mehr hinten an diesem Haus machen. Letztendlich ist es ja auch unrealistisch, wenn man sich so anschaut, dass nur oben dieser Teil brennen soll und unten drunter passiert gar nichts. Also wie gesagt, noch viel Spielraum. Aber ich hatte irgendwie Lust und habe ein bisschen rumprobiert. Gerade der Farblook, den das Bild jetzt hat, der gefällt mir persönlich ausgesprochen gut. Und ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass man aus einem Tagbild auch gut ein Nachtbild machen kann. Da haben wir von euren Einsendungen im Übrigen auch eins dabei, was wir uns gleich anschauen. Aber das hier ist jetzt meine Bearbeitung. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze gemacht wurde, dann schaut euch unbedingt mein Video an, den Link dazu und auch den Link zur Markus-Bearbeitung blenden wir natürlich wieder ein. Und klickt einfach drauf, dann könnt ihr euch anschauen. Ich habe jetzt diesmal wieder nur euch gezeigt, was die einzelnen Ebenen machen, denn wie gesagt, sonst wäre es ein bisschen lang geworden. War knapp eine Stunde und einen Zeitraffer wollte ich euch diesmal nicht präsentieren, sondern wie gesagt, wir gehen die Ebenen durch. Und wenn ihr Fragen habt, wie irgendwas gemacht wurde, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Okay, also ich finde für dich ja eigentlich ungewöhnlich, dass ein Bild so düster, so dunkel ist. Das Fällt mir auf stimmt. jeden Fall auf. Ich habe, als ich die Vorschau davon gesehen habe, als ich dann heute irgendwie das erste Mal in Lightroom reingeladen habe, um das hier vorzubereiten, habe ich gedacht, huch, ist das das richtige Bild? Aber es ist das richtige Bild. Okay, ja, gucken wir uns mal ganz kurz an, was ich gemacht habe. Ich habe mir nicht so viel Arbeit gemacht mit dem Composing, sondern habe einfach nur gedacht, eigentlich schreit dieses Bild nach zwei Sachen. Es schreit entweder auf der einen Seite nach dem Composing oder es schreit eigentlich danach, ein Schwarz-Weiß-Bild zu werden. Und da Composing, ich wusste, so aufwendig wäre, um es auch richtig gut zu machen, dass ich mir das auch noch nicht zutraue, weil Composing sind einfach sonst auch noch nicht, bisher noch nicht meine Welt gewesen. Deswegen habe ich das gelassen und habe gedacht, bleib lieber bei dem, was du halbwegs kannst. Und dann habe ich gedacht, mach einfach mal eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung nur in Lightroom. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ein bisschen gekroppt, weil mir hier der werbebepflasterte LKW ein bisschen groß war, da ich jetzt auch nicht vorhatte, einen Color Key zu machen, war es auch nicht weiter wichtig, dass der dasselbe Orange hatte wie die Leute hier. Und dann bin ich halt hingegangen, habe noch ein bisschen mit Kontrasten gespielt, habe auch im HSL-Bereich noch mal geschaut, ob ich da noch ein bisschen was rausholen kann. Und ganz zum Schluss noch eine ganz leichte blaue Teiltönung drauf. Und das war es dann auch im Grunde bei mir ungefähr 10 Minuten Arbeit. Und auch davon, genau, Christian hat es ja eben schon gesagt, blenden wir wieder ein Video ein, wo ich das angucken
können, wenn es euch interessiert. An der Stelle möchte ich einen kleinen Aufruf starten. Wir hatten das schon mal vor ein paar Hour Talks gemacht und hatten euch gebeten, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt doch auch auf, wie ihr diese Bearbeitung gemacht habt. Genauso wie Christian und ich die Bearbeitungsvideos aufnehmen. Es wäre halt einfach cool, wenn noch mehr von euch zeigen, wie sie es gemacht haben, weil das ist ja auch eigentlich so ein bisschen Sinn dieser Serie, dass es darum geht, dass man ein Bild ausgehändigt bekommt und damit einfach mal rumspielen kann, mal was Verrücktes machen kann und eben auch durch das Betrachten der Videos der anderen ein bisschen daraus lernen kann. Also je mehr von euch mitmachen, desto besser. Und gerade diesmal ist es schade, weil einige echt schöne Sachen dabei sind, wo es mich auch interessiert hätte zu sehen, wie es gemacht worden ist. Gut, wie gesagt, das waren unsere Bilder. Schauen wir doch mal, was ihr gemacht habt. Und auch da haben wir wieder ein bisschen was rausgesucht. Ich hole das hier mal vor. Ich glaube, als erstes sollten wir uns definitiv mal das Foto von Frank Teich angucken. Also die Bearbeitung, die derjenige, der das Foto gemacht hat, selber da rausgeholt hat. Und ja, er hat nicht viel dazu geschrieben, was die Bearbeitung angeht, sondern einfach nur so allgemein was. Was, Christian, dir sind eben schon ein paar nette Sachen daran aufgefallen. Ich würde sagen, beschreib du mal so ein bisschen, was du siehst und was dir dann gefällt. Ja, also auf jeden Fall, wie du eben gesagt hast, das Bild ist entweder für ein Composing geeignet oder eben für Schwarz-Weiß. Und Frank hatte sich hier eben für ein Schwarz-Weiß entschieden. Und es ist in meinen Augen nicht so ein klassisches Schwarz-Weiß, wie man es sieht, wenn man einfach zum Beispiel in Photoshop oder in Lightroom die Sättigung runterdreht, sondern hier ist schon eine Menge Kontrast drin, aber nicht so eine Art Kontrast, dass hier die Schwarztöne extrem absaufen und die hellen Töne sehr nach oben wandern, sondern eher so der Regler in Lightroom, die Klarheit. Ja? Das sind ja diese Kontraste an Kanten und die sind hier sehr ausgeprägt und das gibt dem Bild so einen ganz knackscharfen Look, der mir ausgesprochen gut gefällt und auch so eine Art HDR-Look, aber trotzdem ein kontrastreicher HDR-Look, habe ich es glaube ich eben beschrieben. So würde ich es sehen und es gefällt mir wirklich ausgesprochen gut, weil viele denken, bei Schwarz-Weiß-Bildern müsste man viel Schwarz drin haben und viel Weiß, aber manchmal tun es auch solche Mitteltöne, die hier sehr stark vertreten sind. Ja, also ja, auch ich, mir hat das Foto auch so gefallen, auch von der Bearbeitung her. Ich denke, du hast da alles Wichtige gesagt, brauche ich nicht nochmal wiederholen. So, dann schauen wir mal weiter, wen wir noch auf der Liste haben. Wir haben noch dieses Foto hier mit auf der Liste vom Vitali und er hat sich für einen recht starken Beschnitt entschieden. Und was, glaube ich, hier das Besondere ist, ist, dass er hingegangen ist und versucht hat, noch mehr Elemente zu finden, die eben in so ein Orange-Color-Key reingehören könnten. Da ist natürlich zum einen der Laster, da sind die Leute mit ihren Schutzwesten und ihm ist eben auch aufgefallen, dass es hier auf dem Lastwagen noch so ein ganz leicht schimmerndes Element gibt. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Warnlampe oder so ein Rundumlicht und dass er eben hingegangen und hat dem Ganzen hier wahrscheinlich einfach nur mit einem orangenen Pinsel noch mal so ein bisschen einen Schein gegeben, um dem Ganzen noch so einen kleinen letzten Pfiff zu geben. Wenn ich an dem Foto eine Kritik üben wollen würde, hätte ich das noch ganz leicht begradigt, denn durch diesen etwas stärkeren Beschnitt fällt auf, dass das Bild ganz, ganz leicht zur linken Seite kippt. Ich glaube, das hätte ich jetzt hier behoben, weil gerade diese Linien, finde ich, fallen jetzt hier noch ein bisschen stärker auf. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Was wir ja auch viel hatten diesmal, waren entweder, also man muss sagen, ihr habt entweder Composing gemacht oder ihr habt eben Schwarz-Weiß gemacht. Und wenn ihr Schwarz-Weiß hattet, hatten wir viele Color Keys dabei, das seht ihr auch in der Liste. Da würde ich gerne mal zwei Worte noch zu sagen, weil Color Keys sind ja wirklich so äußerst beliebt, muss ich immer wieder feststellen. Aber was oft, ich will nicht sagen falsch gemacht wird, aber sehr oft einfach gemacht wird, ist die Tatsache, dass man sich eine Farbe rauspickt, die man dann überall maskiert und alles andere ist schwarz-weiß. Das funktioniert nur bei wirklich ganz, ganz wenigen Bildern. Also es gibt zwei, drei Bilder, die ich in den letzten Monaten gesehen habe, wo ich direkt gesagt habe, da funktioniert das. Aber ich glaube, das hat eher öfter einen Sinn, wenn man diesem Schwarz-Weiß noch eine Tönung mitgibt. Mhm. Also, dass dieser Kontrast nicht zu stark wird, sondern diese Farben, die das Color Key selbst hat, auch noch ins Schwarz-Weiß mit reinpackt. Also, wenn ihr ein Color Key macht, versucht das eher mal. Ich glaube, das wirkt
oft harmonischer. Wobei ich sagen muss, dass das ein Foto ist, wo ich finde, dass das Color Key sehr gut funktioniert, was Hier für mich, funktioniert es auf jeden genau, Fall, das also stimmt. wenn wir jetzt eine kurze Diskussion über Color Key anfangen, dann finde ich, oder das Problem, was ich immer mit Color Keys habe, die ich sehe, ist, dass ganz häufig eben eine Farbe, die in diesem Foto aus irgendeinem Grund dominant oder besonders schön oder besonders leuchtend ist oder sowas, dann genommen wird, dann wird alles andere wegmaskiert, aber meistens wird das nur gemacht, weil die Farbe da ist und es wird sich wenig Gedanken über den Sinn und Zweck dieser Maskierung gemacht. Und was dann eben häufig passiert, ist, dass irgendeine Farbe maskiert wird, die mit dem Motiv eigentlich nichts zu tun hat. Also ein typisches Beispiel wäre jetzt hier, wenn wir dieses Foto mal nehmen, hier hinten dieses Parkschild ist ja, glaube ich, blau, oder zumindest bei uns sind sie blau, das Foto ist aus Österreich, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob es da auch blau ist. Aber nehmen wir einfach mal an, das wäre blau und das wäre irgendwie ein besonders schönes Blau, ein helles Blau und hier dieses Schild ist auch blau. Und wer auch immer dieses Color Key gemacht hätte, wäre jetzt hergegangen und hätte gesagt, ach, ich mag blau so gerne, also maskiere ich dieses Blau und das da und alles andere mache ich schwarz-weiß. Wobei aber das Hauptmotiv ja eigentlich hier diese arbeitenden Personen sind. Und das ist das, was häufig passiert, dass eben durch das Color Key das Augenmerk auf das falsche Element gezogen wird, also nicht auf das Motiv des Bildes, sondern auf ein anderes Element. Das Ganze passiert zum Beispiel auch bei den unsäglichen weißen Vignetten, die man in letzter Zeit schon mal wieder häufig sieht, die nämlich nichts anderes machen, als den Blick aus dem Bild rausziehen, als statt rein. Das ist auch immer so eine Sache, wo ich mir jedes Mal denke, hat derjenige das sich gedacht oder hat er sich was dabei gedacht oder macht das jetzt nur, weil er es irgendwo gesehen hat und gedacht hat, oh, das sieht ja anders aus, das muss ich jetzt auch mal machen. Gut, ich denke, so viel Kritik zu Color Keys, also wieder das ein gelungenes Color Key, das wollen wir nicht, oder das ist definitiv ein Positivbeispiel, wie man ein Color Key machen kann, weil eben hier das Motiv hervorgehoben wird und nicht irgendein Element im Foto, das eben nicht das Motiv ist. Gut. Gehen wir mal zum nächsten Foto, das wir noch auf der Liste haben. Und das ist ebenfalls ein Christian. Und das ist eins der Composings. Also wir haben ja, wie gesagt, mehrere Composings hier drin gehabt. Das gehört aber definitiv zu denen, die uns besonders gut gefallen haben. Wir können ja mal ganz kurz auch eben schauen, was er geschrieben hat. Ihm hat die Endzeitstimmung, die wir wohl irgendwie genannt haben, auf die Idee mit der Bombe im Vordergrund gebracht. Ich wollte ursprünglich noch mehr Elemente ins Bild bringen, zum Beispiel Wachsoldaten, doch ich wollte das Bild nicht noch mehr überladen. Es sind schon 7 Fotos eingearbeitet. Mit dem Thema Composing, ist er erst seit kurzem dran, finde es spannend und so weiter. Okay, also keine weiteren Informationen zum Entstehen des Bildes, aber man kann ja wirklich ganz deutlich sehen, dass hier wirklich, wirklich viel passiert ist. Wir haben diesen Hubschrauber, wir haben hier den Lastwagen an der Seite und ich finde, also es wirkt surreal und ich glaube, es ist auch nicht perfekt eingearbeitet, wenn man jetzt an Arbeiten von Kaplun und Co. denkt, aber ich finde, es ist überzeugend eingearbeitet und zumindest fallen mir jetzt hier nicht 1000 Dinge auf, wo ich sagen würde, ja, das sieht nicht so aus, als könnte das, also natürlich könnte es nicht so geschehen sein, das ist mir schon klar, aber es sieht zumindest überzeugend aus, das ist, glaube ich, das Richtige. Hier die Schilder eingearbeitet, gefällt mir gut, hier oben das Casino-Schild zum Leuchten gebracht, hier oben das Werbeschild zum Leuchten gebracht, also insgesamt eine sehr, sehr schöne Arbeit und ich glaube auch einiges mehr an Zeit dafür nötig gewesen als bei deiner Version, oder? Wie würdest du das selber einschätzen? Ja, ich denke auf jeden Fall auch, wobei hier ist viel Maskierungsarbeit auch drin, ne? Insbesondere zum Beispiel hier vorne sieht man, das sind so Kleinigkeiten, die fallen einem auf den ersten Blick gar nicht auf. Aber zum Beispiel vorne, wo die Bombe ist, diese Stücke aus der Straße rauszunehmen, das ist wohl nur eine Struktur. Aber das sind so Kleinigkeiten, die fallen erst auf, wenn man in so ein Bild tiefer sich einarbeitet, sage ich mal. Und das finde ich gerade das Spannende an Composings, dass man als Selbstgestaltender so viele Kleinigkeiten verstecken kann, die das Bild einfach spannend machen und auch den Betrachter dazu führen, sich das Bild immer und immer wieder anzuschauen und immer wieder neue Dinge zu entdecken, was oft auf einem normal fotografierten Bild ja gar nicht so möglich ist. Ja. Also gefällt mir wirklich hier sehr gut. Es sind auch zwei, drei kleine Fehler drin, aber ich denke, das hat er auch mitunter selbst gesagt, dass es noch nicht perfekt ist. Zum Beispiel hier dieses Sidewalk Closed sehe ich, ist eine kleine Maske auf der Person, die sich so nach vorne beugt. Sieht man noch ein Stück vom Schild, was ihm in der Schulter steckt quasi. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist aber auch völlig klar bei so einem Bild, wenn man so viel compost, das muss man eben in Anbetracht der Zeit, dass es jetzt nur 2 oder 3 Wochen waren. Ich weiß jetzt nicht, wann er es eingesendet hatte, aber ich denke, wenn er noch ein bisschen weiterarbeitet, würde er so solche Fehler auf jeden Fall finden. Aber es ist ein sehr aufwendiges Composing, ein sehr stimmiges, finde ich auch. Auch die Farbstimmung gefällt mir sehr gut. Viele nutzen einfach, wie ich auch,
blau oder so die gängigen Farben, und das hier so grün-bläulich, das ist was anderes, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Und auch mit dem LKW links auf der Seite, ja, mit der Hubschrauber, das wirkt irgendwie, passt auch alles zusammen, also ist nichts, was nicht reinpasst. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Gut, das nächste Foto, was wir noch in der Liste haben, ist das vom Lukas. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe dieses Bild gesehen und habe gedacht, ja, gut beschnitten hat er nichts. Hier vorne wäre mir immer noch ein bisschen viel Leerraum, habe ich gedacht. Das war so eines der Kritikpunkte, die ich an dem Foto hatte. Sieht man auch in meinem Video, was ich mir so beigedacht habe. Dann habe ich gedacht, ja Mensch, ach, der hat da hier noch so ein paar Möwen reingemacht und den Himmel ausgetauscht. Ja, ist ganz nett, muss man jetzt aber nicht unbedingt in diesem Video zeigen. Und dann ist mir etwas aufgefallen und dann habe ich gedacht, ah, okay. Und jetzt, was fällt euch noch auf? Ich schweige jetzt mal so 20 Sekunden und ihr könnt mal überlegen, ob ihr findet, was Lukas gemacht hat. Okay, also, ihm ist aufgefallen, dass diese Person hier etwas eigenartig steht. Und dann hat er sich gedacht, was könnte der Grund dafür sein, dass dieser junge Herr hier so steht, wie er steht? Und hat sich gedacht, es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Und zwar, es muss irgendwo ein Fußball sein. Und was er hier gerade macht, ist ein Körper. Und dann hat er hier an diese Stelle in das Foto tatsächlich einen Fußball eingearbeitet. Und ich finde, das gibt dem Foto irgendwie für mich den Ja. Witz. Also das ist echt eine lustige Geschichte. Man hätte natürlich nichtsdestotrotz noch ein bisschen wegcroppen können. Dadurch wäre der Fußball auch noch was größer geworden und so weiter und so fort. Aber die Idee, einfach zu sagen, wieso steht er so da und was kann ich damit treiben, dass er so eigenartig da steht, finde ich einfach großartig. Gut, gehen wir noch zum letzten Bild, das wir rausgesucht haben. Wir würden natürlich immer am liebsten alle zeigen. Vielleicht machen wir das auch mal. Wir machen vielleicht mal ein Video, wo wir beide nicht bearbeiten und einfach nur alle Dinger durchgucken. Was hältst du Könnten wir davon? auch mal machen. Und wir Es ist könnten noch nämlich. mal die Webcam neu starten. Ach, du hängst schon wieder. Ja. So, nachdem der Christian jetzt auch wieder Bild hat, kommen wir zum letzten Bild. HAB hat uns das geschickt. Ist auch ein Composing, ist glaube ich nicht ganz so aufwendig wie das, was wir davor gesehen haben. Aber auch hier die ganze Sache sehr schön, sehr stimmig. Was mir hier gefallen hat oder was mir aufgefallen ist, ist, dass eben hier sich die Mühe gemacht worden ist, die Lampen tatsächlich einzuschalten. Wir haben hier das Fenster, was beleuchtet ist. Das finde ich, sind so kleine Details, die ganze Sache nochmal zusätzlich abrunden. Was fällt dir noch Ja. auf? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ja, es ist wieder ein Composing, wie ihr seht, mit dem Hubschrauber oben. Auch der Scheinwerfer vom Hubschrauber ist wirklich sehr schön gemacht. Gibt dem Ganzen wieder so eine Stimmung von hier wird was gesucht, ja. Vielleicht vergraben die Bauarbeiter auch irgendwas, was hier gesucht wird. Man weiß es nicht. Vielleicht sind es auch Gauner, die irgendwas vergraben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das Ganze versucht so eine Nachtstimmung zu erzeugen durch die eingeschalteten Lichter. Könnte vielleicht für meinen Geschmack doch noch etwas dunkler im Drumherum sein. Aber ansonsten, ja, auch hier ein schönes Composing. Immer dranbleiben bei sowas. Ja, also wie gesagt, mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich beneide euch für die Fähigkeit, sowas bauen zu können. Mir fehlt das so ein bisschen. Ich muss es vielleicht mal versuchen. Das ist auch einfach tierisch zeitaufwendig. Ja. So, also wie gesagt, wir können leider wieder nicht alle zeigen. Ihr seht das selber. Hier sind auch einige andere coole Sachen bei. Geht einfach mal bei Christian bzw. bei mir auf die Seite. Da habt ihr die Möglichkeit, euch die ganzen Fotos nochmal anzuschauen. So, ich würde sagen, wir begeben uns nochmal kurz zurück in das Programm Lightroom. Wo ist es? Da. Und zeigen euch, womit ihr als nächstes euer Glück versuchen könnt. Und das ist dieses Foto hier. Vor einigen Tagen entstanden in Köln am Bahnhof. Und ja, so sieht es aus. Es ist noch nichts damit gemacht worden. Ihr bekommt das wieder als RAW-Datei und auch wieder als JPEG-Datei zum Runterladen. Wir haben das beim letzten Mal das erste Mal gemacht, dass wir so eine ZIP-Datei erstellt haben, wo RAW- und JPEG-Bilder drin sind für alle diejenigen, die eben keinen RAW-Konverter haben und sich trotzdem daran versuchen wollen, dann eben auch das hochauflösende JPEG-Bild jetzt neuerdings Ja. dabei. Ja,
Macht damit, was euch einfällt, was euch auffällt, was euch gefällt und schickt uns das rein. Und ja, wie gesagt, nochmal der Aufruf, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Bearbeitungsschritte irgendwie aufzunehmen, so einen kleinen Screencast daraus zu machen, wie den, den ihr euch gerade anschaut, dann tut das. Sprecht ruhig was dazu, sagt, was ihr tut, damit andere sich das anschauen können. Das ist immer eine nette Geschichte. Ja, Christian, ich würde sagen, du machst das Schlusswort und dann sind wir wieder raus bis in, ja, ich würde sagen, wieder 3 Wochen. Ja, was soll ich noch groß sagen? Markus hat alles gesagt. Es gibt wieder eine Frau zum Bearbeiten für euch. Und das war jetzt wieder ein dummer Spruch von mir. Ich weiß, du meinst es nicht so, aber manchmal klingt es Es komisch. klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ihr wisst alle, was ich meine. Wieder ein Porträt von einem tollen Shooting, was der Markus gemacht hat, mit einer Frau, die, glaube ich, nach Köln gezogen ist, weil sie Theater oder sowas studieren wollte, oder wie Schauspiel das? studiert sie. Schauspiel, genau. Oder lernt sie? Ich weiß nicht, sagt man studiert, Ja, lernt man ja. das? Aber auf jeden Fall ein klasse Foto hier schon als Ausgangsmaterial für euch. Ich bin gespannt, was ihr draus macht. Und ich würde euch bitten, denkt nicht direkt an ein rotes Kalaki. Bis dahin, viel Spaß beim Bearbeiten und ciao. Danke, bis dann, tschüss.